Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Zhenya Vogue. Und zwar, ich habe jetzt einen neuen Namen. Genau, Zhenya Vogue und nicht mehr Zhenya Vogue 3. Und ja, ich habe für euch heute so ein geiles Video mitgebracht. Und zwar, EA hat neue Icons geleakt. Das ist richtig, richtig geil. Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön an Grizzly FIFA, der mir so kurzfristig einen Thumb erstellen konnte und gemacht hat. Auf jeden Fall Link in der Beschreibung. Eskaliert komplett mit den Abos bei ihm. Wäre natürlich mega, mega geil. Und jetzt kommen wir natürlich zu den neuen Icons. Und zwar, ich habe das online gefunden, das Video bei EA. Ihr werdet es auch gleich sehen, ist alles auf Englisch, EA hat es geleakt. Es kann natürlich sein, dass es jetzt zu FIFA 18 kommt, wir wissen es nicht, weil es stand nirgendwo, die meinten neue Icons, aber die haben jetzt nicht reingeschrieben, wann genau die kommen sollten. Es kann sein, erst zu FIFA 19 und wenn wir Glück haben, vielleicht sogar nach der Winterpause, also Januar, Februar, müssen wir sehen. Aber ich denke eher, das wird vielleicht doch zu FIFA 19 sein, aber auf jeden Fall seid gespannt, was wir für Ikonen haben. Wir haben jetzt 18 neue Ikonen. Ich habe jetzt ein paar aufgeschrieben, die jetzt gleich im Video auftauchen werden. Wie geil ist das denn? Und zwar, ich lese jetzt ganz kurz vor, dass ihr dann auf jeden Fall Bescheid wisst, wen ich genau meine. Und zwar, ihr seht, zwei sind schon auf jeden Fall schon auf dem Thumbnail gewesen. Das war Jens Lehmann und George Best. Dann haben wir Zola am Start, wir haben Scholes am Start, wir haben Stojkovic am Start, Vea, Luis Figo. Dann haben wir Vieri, Pavel Nedved, Keane haben wir als zentral-defensiven Spieler, der wird bestimmt auch alles wegflanken. Dann haben wir Van Nistelrooy, wird natürlich auch richtig Bombe in seinem Körper. Dann haben wir Giggs, dann haben wir Cannavaro, Hierro, Baresi, Leinecker, Moore und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Notfalls, wenn ich einen vergessen habe, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wen ich da genau habe. Und ja, meine Freunde, viel Spaß bei dem Video. Jetzt kommen die ganzen Icons.
meine Freunde, ich habe es gerade gesehen, das waren jetzt alle Icons, die jetzt neu geleakt worden sind. Ich hoffe, die kommen wirklich frühzeitig. Es kann natürlich auch sein, dass sie erst zu FIFA 19 kommen. Man weiß es nicht. Ihr seht es auch wieder, dieses Dreier-Ranking. Ja, also der eine hat 88, dann 89, 90 oder ähnliches. Das war jetzt halt nur ein Beispiel. Und ich hoffe, die werden jetzt so schnell wie möglich geleakt, dass wir die auf jeden Fall mal nutzen. Da sind auf jeden Fall ein paar geile dabei, wie George Best, ja, oder Butragueño, oder wie der auch sich immer schimpft. Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Und ja, ihr könnt ja unten auf jeden Fall in die Kommentare mal reinschreiben, welche Legende für euch natürlich am geilsten ist. Klar, wir haben jetzt natürlich Ronaldo, Ronaldinho, aber das wird natürlich nochmal, die Icons wird natürlich nochmal hochpushen. Nein, doch. Das war's von mir. Falls euch das Video gefallen hat, ihr wisst, wie ihr gehen sollt. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Das war's von mir. Vielen Dank, euer Jay Walk ist draußen. Ciao.